Ab 21. April gibt's die dritte Staffel von Fargo als wöchentliche Kapitel bei Netflix. Die schwarze Komödie taugt vor allem Fans von Krimiserien wie True Detective und Breaking Bad. Fargo knüpft lose an die Filmvorlage von 1996 an und zeigt, wie treudove Kleinstadtbewohner nach und nach in die Kriminalität abrutschen. Jede Staffel spielt zu einem anderen Zeitpunkt und erzählt eine in sich geschlossene Geschichte. Fargo wird von den Coen-Brüdern produziert, die bei der Filmvorlage Regie führten und das Drehbuch schrieben. Fargo bietet jede Menge schwarzen Humor, absurde Wendungen und faszinierende Charaktere. In der dritten Staffel wird unter anderem Ewan McGregor in einer Doppelrolle zu sehen sein. In Fargo geht es blutig zur Sache. Viele Charaktere erleben das jeweilige Staffelfinale nicht. Die häufig grausamen Morde sind originell inszeniert, aber auch der Grund, wieso die Serie erst ab 16 Jahren empfohlen ist.